Jeden Tag werden riesige Flächen Wald abgeholzt. Da stellt man sich doch die Frage, was passiert, wenn der Regenwald nicht mehr da ist? Der tropische Regenwald ist ein sehr großer CO2-Speicher. Durch das Abholzen und die Brandrodung wird dieses Gas aber freigesetzt. Die Folge? Der Klimawandel wird beschleunigt und die Temperatur auf der Erde steigt. Schätzungen zufolge könnte sich der Anteil des Treibhausgases CO2 durch die Vernichtung der tropischen Regenwälder um ein Viertel erhöhen. Der Mensch hätte mit extremsten Wetterbedingungen zu kämpfen. Während das Meer zudem viele Küstenregionen überschwemmen würde. Durch die Abholzung des Regenwaldes wird der Wasserkreislauf gestört. Wie der Name es schon sagt, regnet es im tropischen Regenwald sehr oft. Das Wasser, was dabei runterkommt, wird von den Bäumen aufgenommen, so dass nur ein winziger Teil des Regenwassers versickert. Das von den Bäumen aufgenommene Wasser wird von diesen auch wieder abgegeben. Dadurch entstehen Wolken und es regnet öfter. Wenn der Wald jedoch verschwindet, sickert viel mehr Wasser in den Boden und es regnet nicht mehr so oft. Das klingt natürlich erstmal schön. Aber auf lange Sicht ist das katastrophal. Denn dadurch würden Dürren ausbrechen, Flüsse austrocknen und an den Wendekreisen könnten sich Wüsten bilden. Nicht gerade die schönsten Aussichten. Millionen von Tier- und Pflanzenarten sind und werden durch den Waldschwund sterben. Auch indigene Völker, die schon seit Urzeiten im tropischen Regenwald leben, werden durch die Rodung der Wälder aus ihrer Heimat vertrieben. Diese müssen sich dann wohl oder übel in unsere moderne Gesellschaft eingliedern. Der Wald hat eine große Schutzfunktion für den Menschen, die er, sollte er verschwinden, nicht mehr ausüben kann. Beispielsweise schützt er die Menschen in Bergregionen vor Geröll und Schneelawinen. Des Weiteren reinigt er unser Trinkwasser auf natürliche Art. Aber auch das schnelle Abfließen des Regenwassers wird von ihm verhindert. Wenn der tropische Regenwald nicht mehr da ist, dann müsste der Mensch das Trinkwasser teuer aufbereiten und Hochwasser wären die Folge in den gerodeten Waldregionen. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was redet der da? Erst erzählt er uns etwas von Dürren und Wüstenbildung. Und dann etwas von Hochwasser? Ja, das ist richtig. Denn die Auswirkungen der Wasserknappheit treten erst einmal in anderen Regionen der Welt auf. Während hingegen in der ehemaligen Regenwaldregion aufgrund des vielen ablaufenden Regenwassers die Flüsse übertreten. Ist der Wald mal weg, verschwindet die dünne, nährstoffreiche Schicht sehr schnell. Da Wind und Regen sie einfach abtragen würden. Und ist diese Schicht dann verschwunden, dann ist eine Wiederbepflanzung des Waldes schier unmöglich. Und der Wald für immer verloren. Nun kommen wir zu dem letzten Punkt. Die Flüchtlingsströme, die dann aus den von den Folgen betroffenen Regionen kommen. Schon heute sind viele Menschen von den ersten Auswirkungen betroffen. Wobei wir auch gleich wieder bei den Klimaflüchtlingen wären, worüber ich auch noch ein Video machen könnte. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder stimmt jetzt hier oben ab. Nun aber wieder zurück zum Thema. Ich habe euch jetzt einige Folgen aufgezeigt, die eine Waldrodung nach sich zieht. Nun kommen wir zu der Frage, wie man das verhindern kann. Weniger Fleisch essen ist die eine Möglichkeit. Denn für das Futtermittel Soja wird der Wald teilweise gerodet. Wird weniger Fleisch gegessen, braucht man weniger Schlachtvieh, das man füttern muss, und somit auch weniger Soja. Eine weitere Möglichkeit ist, auf Palmöl in Lebensmittel zu verzichten, denn für Palmölplantagen werden riesige Flächen tropischer Regenwald abgeholzt. Ihr werdet euch wundern, wo Palmöl überall drin steckt. Die nächste Möglichkeit ist, nur FSC-zertifizierte Produkte zu kaufen. Es gibt noch weitaus mehr Möglichkeiten, den Regenwald zu schützen. Aber alle in diesem Video aufzuführen, würde den Rahmen des Videos sprengen. Aber auch hier
könnt ihr wieder entscheiden, ob ich ein Video über die Möglichkeiten zum Regenwald retten machen soll oder nicht. Stimmt einfach ab oder schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr nun nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Denn wer meinen Kanaltrailer gesehen hat, weiß auch, dass meine gesamten Werbeeinnahmen ausschließlich für die Verbesserung des Kanals und als Spende für Umweltorganisationen verwendet werden. Also, unterstützt mich und die Umwelt mit einem Abo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich hiermit auch schon wieder. Also bis zum nächsten Mal.